Hallo, liebe Zuschauer. Wir sind bei Büroprofi Nord und bei mir ist Andreas Preugschat. Hallo, Herr Preugschat. Hallo. Wir wollen über Büromöbel sprechen, die Sie im Angebot haben, von Stühlen, Tischen, Beleuchtung. Und es geht um was ganz Zentrales, eigentlich die Ergodynamik. Vielleicht können Sie das mal erklären, warum das bei Ihnen so wichtig ist und wie sich das ausdrückt. Genau. Fangen wir vielleicht erstmal bei den ergonomischen Stühlen an. Da haben wir ein ganz gutes Produkt, das ist die Firma Löffler. Wenn wir hier mal hin können. Und zwar haben die meisten Stühle ja eine Synchromechanik, das heißt, Rücken und Sitz gehen mit der Bewegung mit. Und dieser Stuhl hat noch eine Ergo-Top-Mechanik, eine rundum bewegliche Sitzfläche. Das heißt, wenn Sie sich draufsetzen, soll ich das mal so nehmen? Können Sie das heißt, Sie sind immer in Bewegung und Sie sitzen immer aufrecht. Das heißt, ja. Sie sacken nie zusammen. Wer in Bewegung ist, gleicht sich immer aus. Das ist für den Rücken sehr gut. Ja? Und das ist eben, ich meine, es sind hier viele verschiedene Stühle, bei jedem nochmal ein bisschen anders, wie sich das verhält. Genau. Wir fangen normal an mit der Synchromechanik. Das ist da unser Eigenmerk Cadira. Dann haben wir einen Kleidsitz, der nach vorne sitzt, und halt die Ergotop-Mechanik. Das sind so die drei Hauptthemen, die wir haben. Und Sie kommen dann mit den verschiedenen Stühlen zum Kunden und der kann dann mal ausprobieren, was für ihn der geeignetste ist? Genau, wir bemustern beim Kunden und der entscheidet sich dann für ein, zwei Stühle und das kann er dann eine Woche so Probe sitzen und dann ist er auch ganz sicher, ob er diesen Stuhl möchte oder nicht. Das ist ja aber nur ein Produkt, was Sie haben. Sie bieten ja auch noch Tische an. Genau, und die gucken wir uns jetzt mal an, würde ich sagen. Gehen wir mal rüber. Gerne. So, jetzt stehen wir hier vor einem der Schreibtische, die Sie auch anbieten. Ja. Ich muss sagen, momentan ist es ein bisschen klein. Ich weiß nicht, ist er zum Hocken gedacht oder warum ist er so niedrig? Nee, dann weiß ich, das müssen wir mal was ausprobieren. Setzen Sie sich doch mal drauf. Wir müssen mal gucken, ob der richtig funktioniert. Okay, das klingt interessant. Ja. Oh, es bewegt sich was. Ja. Und Sie sind auch gar nicht so schwer, das geht. Nicht, dass das Ding jetzt zusammenbricht. Aber ich nehme an, das ist nicht als Spielzeug fürs Büro gedacht, sondern hat schon einen Hintergrund. Das ist, ja, das ist ein Sitz-Steh-Tisch halt. Und wenn man halt viel sitzt, möchte man auch mal stehen. Und dann kann ich ihn einfach mal hochfahren. Es gibt da so eine Formel, das heißt 50% sitzen, 25% stehen und 25% laufen am Tag. Das ist eigentlich am besten. Ja, und darum auch ein Sitz-Steh-Arbeitsplatz, dann kann ich auch stehen bei der Arbeit halt. Ich finde das sehr gut. Also es fühlt sich sehr angenehm an. Und mir ist auch eben schon die Lampe hier ins... Genau, das ist eine Stehlampe. Und zwar indirektes Licht nach oben und direktes Licht nach unten. Blendfrei. Ich kann die dimmen. Halt im Sommer ein bisschen weniger. Und wenn es dunkel ist, ein bisschen heller. Ich kann den ganzen Schreibtisch damit ausleuchten. Ist sehr augenfreundlich und man hält dann auch mal dunkle Tage durch. Das ist gerade bei uns sehr wichtig. Das glaube ich auch. Dann würde ich sagen, wollen wir uns jetzt noch kurz einen anderen Schreibtischstuhl angucken, den man nämlich heute gewinnen kann. Genau, da gehen wir hier nach vorne. Ja. Was muss ich machen, um den heute mit nach Hause zu nehmen? Sie müssen mir nur eine Visitenkarte geben und dann werden wir heute Abend das auslosen. Und wenn Sie Glück haben, gewinnen Sie diesen Stuhl. Nehmen Sie doch Platz. Ich wollte sagen, ich teste mal, ob ich meine Visitenkarte gleich hier lasse. Genau. Ich bedanke mich erstmal für das Gespräch. Vielen Dank. Doch, sitzt sich gut. Sitzt sich gut, ne? Ja. Wenn ich. Gefällt mir. Ich glaube, ich hole meine Visitenkarte. Ja, klar. Ja.